so, ich habe mir ein neues Auto gekauft. Och, ein A6, ein Kombi, schön. Oh, schön. Fahren wir mal am Sonntag zusammen, Röntchen. Hm? Erste Mal, wenn ihr so macht. Bist du bescheuert, Herbert? Bist du verrückt? Gewiss verschluckt. Ja. So, meine Freunde, noch etwas in eigener Sache, bevor das neue Video anfängt. Und zwar ist diesen Samstag unser 24-Stunden-Livestream. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr vorbeikommt. Wir hauen noch fette Aktionen raus. Und zwar jede Stunde gibt es einen Gewinn. Etwas von Haudieb, was es teilweise nicht mehr gibt, wo wir teilweise noch Einzelstücke von haben oder vielleicht auch was aus unserer neuen Kollektion. Und am Ende des Streams, das heißt, der mit der längsten Watchtime bekommt die Möglichkeit, noch am Hauptgewinn dran teilzunehmen. Und zwar bekommt ihr einmal die komplette Kollektion dann von uns geschenkt. Also Freunde, es lohnt sich. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch zu sehen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Was wollten ihr jetzt machen? Wollt ihr jetzt... Jetzt wird richtig geballert. Ich sehe, wir haben Sommerbereifung drauf. Richtig. Das heißt, wir fahren in die Berge. Nach Häusern hoch. Jetzt fahren wir erstmal in die Berge rein, genau. Ja. In die Berge? Mal an das Ding jetzt. So. Mal an das Ding jetzt. Läuft doch schon. Hallo. Luca. Ja. Vielen, vielen Dank. Also ich bin wirklich dankbar, dass ich das Auto fahren darf. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dieses Auto mit nach Hause nehmen dürfen. Nein, dürfen wir natürlich nicht, Freunde. Oh. Das ist, kann man sagen, erster Prototyp, ne? Wirklich, ja, was Leistungssteigerung genau angeht, ne? Ja. Da kommt einiges. Ich bin ein bisschen verwundert, dass ihr so schnell seid, muss man sagen jetzt. Normalerweise ist mit TÜV und das ist ja alles langwierig. Ja, das ja dauert immer doppelt so lange, aber hier... Ja, jetzt sind wir langsam mal angekommen. Ja, also ne? In der Zeit so, ja. Ja, das Problem ist halt auch mit Amerika, muss man auch dazu sagen. Ne? Kommunikation in Amerika, die chillen ja genau immer gerne ein bisschen mehr. Ja, ist so. Ja, Mentalität. Die haben ja jetzt auch ein Auto von uns, also wir haben ja auch eins rübergeschickt. Macht man auch so heutzutage. Finde ich, ja. Ihr macht das wirklich, ne? Ey, ich bekomme so oft Infos. Wird einfach so ein Ding, Container und runter. Genau. Ja, wir schicken gerade einen runter. Ah, okay. Genau. Geil. Ja. Aber eben, das hat es ja auch gebracht und das war ja jetzt auch der Grund, weshalb wir alles so schnell haben. Weil die hatten alle Mittel schon dort. Also eben, die sind ja dort stationiert. Du schickst halt nicht Steuergerät nur hin und her, die ganzen Blödsinn, sondern einfach das ganze Auto. Geil. Und die sind ja da schon dran. Wie lange behalten die so ein Auto dann? In der Regel? Also den haben sie jetzt schon knapp ein Jahr. Und das wird das noch länger gehen. Das ist ja euer Auto, ne? Das heißt, ihr stellt denen ein Auto da unten zu... Genau. Das musst du auch erstmal finanzieren, krass, so eine Nummer, ne? Ja. Alter. Und Golf, also ja. Golf 8 GTI mhm folgt jetzt noch, S3 8Y mhm folgt noch. Das ist halt auch einfach der gute Weg. Die haben den RS6 immer noch nicht in den USA. Also die kennen ja, den ja eigentlich ja nur ja von Bildern. Ja. Ja, wenn die da... Das ist schon krass. Fährt der Chef da im Turm, sagt der, ja, bei mir läuft. Weißt du, so einer ist das. Genau. Ja, geil. Ja, also für mich wäre es auch mal wirklich interessant, irgendwann mal da runter zu fahren. Ne? Also wenn definitiv wieder alles frei ist, finde ich, müsste man irgendwie mal gucken, ob man das organisiert bekommt, dass man da einen Trip runter macht. Weil das würde mich schon mal... Also die machen halt viel. Ne? Ich sehe auch gerade Thema Porsche, machen die super viel. Ja. Wir fahren mal ein Ründchen. Ja, ich fahre mal ein Ründchen. Oder fahr du oder? Mal weg. Genau, wir machen mal, so. Fahr mal ein Ründchen. In Position. Das Fahrzeug hat sich nicht bewegt. Nein. Okay, Leistungsdaten. Ja. Kommt bei mich bei. Leistungsdaten, wo sind wir da? Über 700 wieder? Ja. Habt ihr schon mal Zeiten genommen mit dem Ding? Ja, du kannst auch übrigens selber Zeiten nehmen im Auto. Ach was? Ja. Was fährt der 100, 200? 100, 200? Warte mal, kann ich sogar ganz genau sagen. Unserer ist gefahren genau 7 Sekunden. Unser R6 Schnellgängermodell. Der ist schneller. Also Luca, kommt jetzt noch mal einer, dann ist hier Feierabend. Also, hier ist jetzt geschlossen. Moment, das ich hab's war's gleich. Jawohl. Okay, wir haben auf jeden Fall 1000, circa 1000, was, wie viel Newtonmeter? Über 1000, ne? 1050 oder was? Ja, 1020 okay wird die offizielle Angabe mhm sein, aber jetzt bei den Temperaturen sind wir da schon bei 1050. Ja, ne? Okay. Genau. So, 100, 200, 6,76. 0, 100, 2,9. Boah, das ist eine Ansage. Sind wir 3,1, glaube ich, gefahren mit dem R6. Ja. Also wenn du selber, also für mich als Fahrer, was normalerweise immer das kleinere Übel ist, ne, bist du, normalerweise empfindest du die Geschwindigkeit nicht so, aber ich find's krass. Guck auf die Zeit. Ja. 3,1. Und ich bin gestern ja Auto voll, mhm, 5 Leute sind hier 3,4 0-100 gefahren. Boah, krass. Okay. Das ist schon eine Ansage. Alter, ist das flott. Ich kann hätte nicht gedacht. Zeigen, ja. Klang? Tunnel. Ja, ne? Ja, ja. Das ist die Antwort. Tunnel ist die Antwort. Weil, also viele sagen immer OPF, OPF, ja, kein ja, Sound. Das ist natürlich auch ein Motor, ne? Ja, schon, ja, klar, aber ist auch ein OPF. Und ja, am Anfang haben wir alle gedacht, mhm, oh, schade, da kommt irgendwie nichts, aber Tunnel. Klicken wir jetzt. Im Stand macht er wahrscheinlich auch die Klappen, ne? Ja, muss halt auf Sport. Aber das ist halt immer noch männlich, ne, muss man sagen. Das ist halt immer noch männlich.
halt nur noch bis 4 oder bis 5. Ja, bis 3 drehen die nur noch. Gut. Aber es klingt ein bisschen synthetisch so, also nicht mehr ganz so natürlich. WC63. Ja, aber trotzdem. Kann man immer noch machen. Was mich interessieren würde, ob man das ausprogrammieren kann, dass er nur bis 3 dreht. Ja. Ja, ne? Ja. Also APR macht es auch eigentlich, aber du weißt ja, TÜV, ja, hier kannst du es machen, klar, aber kann man theoretisch machen. Ja, ja, ne? Klar, dass du voll in den Limiter. Crazy. Wie ist das hier mit den Softwareständen? Ist das so wie beim RS3, gehen ja auch schon mehrere drauf? Noch nicht, ne? Noch nicht. Okay, ja. Würde aber auch wahrscheinlich kommen. Eventuell, das ist auch wieder so eine Speicherplatzsache. Ja. Weil das war halt bei den ganzen RS3 TT-Modellen, das ist halt total geil. Ne? Genau, ja. Aber wir sind dran, aber ob es wirklich kommt, wissen wir noch nicht. Ja, fährt, komm heute, ich muss fahren, ich hab keinen Bock. Ich merk schon, ungeduldig, auf geht's. Ja, bis gleich. Hier saß auf jeden Fall schon mal jemand drin, der nicht so viel kleiner ist als meine Wenigkeit. Das kann man schon mal sagen. Boah. Okay, Innenausstattung, was sagst du? Ungewohnt. Ungewohnt, das ne? Das Grau finde ich ein bisschen. Doch, ich find's geil. Ich bin ja wild, was sowas angeht. Also, mich bekommst du ja mit so solchen Sachen. Aber sonst? Das Ding ist einfach fett. Das ist aber auch einfach nur ein Monster. Jetzt schon wieder, wenn ich hier drin sitze, denke ich mir schon wieder, Alter, okay, das ist echt groß. Also einfach ein riesengroßes Auto, ne? Bin auch immer froh, dass so ist immer das Schöne hier. Die Autos sind immer meistens, fährt irgendein Mitarbeiter damit und dann sind die Dinger ready, steady, go. Und dann kannst du damit einfach, ne? Ja, ist wirklich so. Temperatur, gib ihm. Ja. Ist einfach geil. Einfach geil. Einfach ein geiles Kfz. Ich finde die Teils Schaltknüppel, also Schaltknopf. Knüppel? Knüppel. Knüppel. Schaltwippe. Ich kenne Knüppel nur von Knossi. Einfach in Alcantara. Alcantara-Tier. Voll gut. Lenkrad auch. Lenkrad auch. Ja, ich weiß nicht, ob ich diese Dinger geil finde. Also Luca hat ja gesagt, er findet es geil. Ne? Ich finde das also gut. Du findest auch geil? Zu den blauen Nähten, ne? Halt. Ja, das ist irgendwie schon. Ah, das ist schon wild. Das ist schon Eyecatcher, sag ich mal. Ah, das ist schon wild. Ja, das Problem ist halt bei dem Auto jetzt, der hat so eine Gewalt, ne? Aus jedem Drehzahlband wieder raus. Da ist halt mit Normalfahren, weißt du, gestaltet sich halt schon mal ein bisschen schwer. Das muss ich mir überlegen, kleines Gehirn einschalten. Ich glaube, wenn wir links rumfahren, fahren wir schon mal eine gute Tour. Meine ich zumindest. Ich weiß leider nicht. Fahr ich einfach, ist mir egal. Okay. Ist mir egal. Ich bin das erste Mal hier. Stimmt, du bist ja schwer mit Sandros letztes Mal hier, warte. Ne? Nee, warte. Nee, war ich hier. Ich war hier, glaube ich. Doch, ich war hier. Wofür? Ja, nee, das war ein anderes APR-Gebäude. Oh, was aber echt um Welten geiler ist. Massagesitz. Beschleunigung, abbrechen. Sport anzeigen. Nee, was viel, viel geiler ist, ist einfach, dass die Sitze viel bequemer sind als unserem A6. Weil eigentlich muss man ja sagen, innen drin ist ja genau wie unser A6, ist ja jetzt kein Unterschied. Lenkrad war auch genau richtig. Gleich, weil nur kein Alcantara-Tier. Hier oben, das war bei uns halt Alu gebürstet, deswegen, das haben die jetzt in diesem komischen. Oh, keine Ahnung, was das sein soll. Warte, das ist irgendwie. Sieht aus wie so ein Köpfchen. Ja, also sieht auch irgendwie, weiß ich nicht. Anders komisch aus. Aber Sitze machen halt bei dem Auto super viel aus, weil die Sitze, das war das Einzige, was ich echt Opfer fand, ne? In unserem. Du fandst sie geil, ich aber nicht. Ja, ja, das ist wild. Ja. Gut, wir haben jetzt natürlich auch nicht die optimale Temperatur. Dann haben wir noch Sommerreifen auf dem Ding drauf. Aber ich weiß nicht, das Auto ist so ein Koloss, ne? Das ist so ein Riesenschiff. Alter, krass, okay. Ja, das ist nicht schlecht. Nee, das ist richtig asozial. Das ist nur nicht schlecht. Und auch, Alter, die Lenkung auch, ne? Das ist wieder dieser Moment, du steigst ans nächste Auto und das ist einfach alles langsam. Ja, Digga, das ist total bescheuert, was wir jetzt gemacht haben. Wir testen heute ein paar Autos. Und jetzt pass mal auf, was halt wieder krass ist. Die Newtonmeter, die dir in den Sack reinhauen. Und das hört nicht auf, weißt du? Das ist 4000, 5000, du kannst gar nicht aufs Tacho gucken, weil es einfach so wild ist. Junge, Junge, Junge. Mhm. Soundcheck hab ich gehört. Tunnel. Jesus, das ist krass. Blabber und Tula auch noch alles, das macht ja auch noch. Ist noch eine andere Daupipeline, schau. Digga, dieser OPF-Schmutz da raus. Oder das, genau. Weil er hat immer noch dieses Rotzige. Ja. Das hat er immer noch. Hat er beim Wahl. Ja. Genau das hat er immer noch.
andere. Downpipe. Einfach nur Downpipe. Ciao. Ich glaube, es wird reichen. Downpipe und das war's. Guck mal, 50 km/h aus der 2 raus, ne? Boah, ist das wild, das Ding. Boah. Das ist geil. Digga, gib mir das Ding. Das ist schon, Alter, das ist schon gewaltig. Und das ist nur 2 auf 3, ne? Das RS7, glaube ich, noch mal einen Tick brutaler. Take my money. Alter. Junge. Wahnsinn. Wahnsinn. Wie gestört ist das denn bitte? Wahnsinn. Ist das ein... Hat das Ding gut? Das war jetzt gerade mal bis 100, ne? Alter. Aber... Das Vorgängermodell hat es brutal angefühlt, fand ich immer noch. Ja, oder? Also, aber nur, weil der diese Klangkulisse hatte. Du hast jetzt hier... Ja, das kann auch gut dran liegen, ne? Stimmt. Hier fehlt diese unsere hatte ja durch die Downpipe diese unmenschliche, dieses komplett gestörte Klangerlebnis. Einfach mal durch. Guck dir das mal an. Das zieht dir schon die Falten aus dem Gesicht. Also genau. Also da kann ich dir schon mal eins sagen, da brauchst du kein Anti-Aging-Programm, Junge. Das mache ich mit dir hier. Das ist gar kein Problem. Die Tina, wenn die ankommt, sagt so, ich habe hier eine Schönheitschirurgie, ich brauche hier mal 5 Falten weg. Sag ich, fahr mal Bier. 500 Euro ist das Ding weg. 3-4 Starts. Ja. Alter. Ist halt auch so geil. Wie der einfach von unten raus auch. So, was mich aber interessiert, wann der denn. Komm, jetzt mal. Ist ja, Alter, ist ja perfekt, ist ja nichts los. So, wann die volle Leistung ansteht? 2000, 3000, 4000 Umdrehungen. 4000! Junge, geil! In your face! AÜ, AA! Das kriegt mich gerade echt hart raus. Aber das ist halt auch geil, ne? Also da kann man jetzt auch großartig drumherum reden. Das ist halt auch alles geil, muss man sagen. Am Ende des Tages ist das auch einfach fett. Das Ding. Boah, stell mal vor, damit jetzt nach Hause. Ich nix, ich war. Aber ich fände, also optisch, wenn man entscheiden müsste, finde ich RS7 geiler. Ja, doch. Durch die große Klappe. Ja, stimmt auch wieder. Das ist wieder so ein Kopfnicker-Auto. Ja. Ja. Ich habe mir fast Frankie, die Kamera ins Gesicht. Frankie wirklich die ganze Zeit. Nur. Ich würde nur so fahren. Boah, ist das fett. Traumauto. Einfach ein Traumauto. Junge, ich habe mir ein neues Auto gekauft. Och, ein A6, ein Kombi, schön. Oh, schön. Fahren wir mal am Sonntag zusammen, Röntchen. Hm? Erste Mal, wenn er so macht. Bist du bescheuert, Herbert? Bist du verrückt? Das Gewiss verschluckt. Ja. Ja, wollte ich gerade sagen, auf jeden Fall. Huch. Können auch gar nicht anders. Nee, ist gut, dass wir das nicht haben. Ist gut, dass wir sowas nicht haben. Ja, darum. Weil das kompletter Wahnsinn ist. Weil du dann absolut den Hang zur Realität verlierst. Du denkst ja, dass das normal ist. Das habe ich ja zeitweise mit unserem RS6 auch gehabt. Das und du gedacht hast, ja, ist cool. Genau. So ein Alltagsding. Nee, Digga. Ist das gar nicht. Ist kein Alltagsding. Ist kompletter Wahnsinn. Ist kein Alltagsding. Und ist auch nicht normal. Das ist einfach gestört, so ein Ding. Ja, ich weiß ja noch, wir haben RS6 gehabt, lange Zeit gefahren. Dann haben wir ein anderes Auto gefahren, so. Irgendwie flasht uns das nicht. 500 PS, kein Problem. Ja. Ja! Das ist schon... Ja, aber auch nur, weil diese Dinger, diese brachiale Gewalt, also was mich bei diesem Modell rein immer so aus dem Leben getan hat, ist jetzt nicht so dieses von unten raus beschleunigen. Da ist auch ein TT. Ein TT hat untenrum noch mehr Druck, gefühlt im Bauch. Ja.
wenn der Turbo reinpanscht, Junge, bei dem, auch gerade bei dem 555, da war dieser Druck schon noch gewaltiger. Aber was einfach mich so hart bei diesem Auto geflasht hat, ist einfach, du fährst auf der Autobahn gemütliche 180, 200, ja, dann drückst du drauf und das Ding hört nicht auf bis 300. Grenzenlos einfach. 310, 320, da guck mal, wir. Aber das Ding ist auch immer noch schön gewesen. Das muss man mal wirklich sagen. Das ist immer noch, guck mal, wenn der da steht. Das ist das schönste Heck eigentlich. Oder? Und ein Clubsport. Müsste ich mich entscheiden? Ja, das ist auch geil. Front ist interessant. Front ist schon böse geworden. Ich habe jetzt auch erfahren, dass der so hoch ist, weil die noch Begrenzer drin haben. Bei der Auslieferung ist das so. Also der ist nicht wirklich so hoch, ne? Ja, wahrscheinlich vielleicht, um auf dem LKW drauf zu fahren. Wahrscheinlich, oder ja. Also nicht mal. Keine Ahnung. Cool. Aber entscheiden müsst ihr zwischen ihm und ihm? Oh, schwierig. Er ist brutal, brauchen wir nicht drüber reden. Also er ist halt auch eine Ansage, ne? Und das ist halt, irgendwie habe ich das Gefühl, so langsam, das ist ja der Alte. Und wenn du mir wieder sagst, das ist ja der Alte, dann sag ich, boah, ich mag alte Autos. Total bescheuert. Ja, genau. Das hab ich vom René alles. Der René ist auch mal so. Der sagt doch mal, ich mag nur alte Autos. Ja, Digga, aber dein Golf 6 war ja auch mal neu. Weißt du? Und der 124er, ja, aber nee, mag ich. Ich brauche mal ein paar Jahre, sagt er. Ich würde tatsächlich den neuen nehmen. Einfach nur, weil wir den alten schon hatten. So, da muss man was Neues mal probieren. Boah, das ist so geil. Boah, den mag ich gerade echt ungern abgeben, muss ich ja ganz. Wir können den Wagen ja hinterm Container verstecken, so tun, als wäre er nicht da. So, und dann gleich fahren. Ich muss mal von vorne angucken. Ich muss mir das Ding nochmal angucken. Ja. Guck mal, mein Auto. Ah, wie schön. Guck mal, mein Auto, das war nett. Ja, guck mal, das ist einfach. Ja, ich sag ja, das ist echt. Also. Muss mal Preis-Leistungs-Verhältnis mal sehen, einfach. Was so ein Ding auch kostet. Ob ich mich entscheide, so ein Ding haben zu wollen oder einen Porsche. Der Porsche ist noch nicht ansatzweise, guck mal, nicht ansatzweise so auffällig. Aber wunderschön. Der Porsche ist echt schön. Das ist einfach ein Porsche. Wo liegt der RS6? Also der aktuell ungefähr? Ja, 160, 140, 150, 160, bestimmt. Okay. Also 1000. 1000. 1000. 1000. Alle. Fett. Wahnsinn. Freunde, ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir testen noch ein paar Autos. Ich habe hier 10-60 Schlüssel. Also, manchmal bin ich auch ganz komisch. Haut rein. Tschüss. And I'm gonna choose. And I'm gonna choose.